Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Vermehrt euch und bevölkert wieder die Erde. Alle Tiere auf der Erde, alle Vögel am Himmel und alle Fische im Meer werden sich vor euch fürchten müssen, denn ich gebe sie in eure Hand. Von jetzt an könnt ihr euch von ihrem Fleisch ernähren, nicht nur von den Pflanzen, die ich euch als Nahrung zugewiesen habe, aber esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist, denn im Blut ist das Leben. Niemand darf einen anderen Menschen ermorden. Wer dies tut, ob Mensch oder Tier, muss mit dem Tod dafür büßen. Ich selbst werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Wer also das Blut eines Menschen vergießt, mit dem soll dasselbe geschehen. Er muss hingerichtet werden. Denn ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. So seht nun zu, dass eure Nachkommen zahlreich sind. Vermehrt euch, bis es auf der Erde von euch wimmelt. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und mit all euren Nachkommen. Dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagte er: Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Menschen und Tieren geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Zusammen mit Noah hatten auch seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, das Schiff verlassen. Ham war der Vater von Kanaan. Und von diesen dreien stammen alle Völker der Erde ab. Noah betrieb Ackerbau und legte als erster einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von dem Wein, dass er betrunken wurde und sich nackt in seinem Zelt schlafen legte. Ham, der Vater von Kanaan, entdeckte ihn so und lief nach draußen, um es seinen beiden Brüdern zu erzählen. Da nahmen Sem und Japhet einen Mantel, legten ihn über ihre Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Sie ließen ihn mit abgewandtem Gesicht über ihren Vater fallen, um ihn nicht nackt zu sehen. Als Noah aus seinem Rausch aufwachte, erfuhr er, was sein Sohn Ham ihm angetan hatte. »Verflucht sei Kanaan«, rief er, »er soll für seine Brüder der niedrigste aller Knechte sein.« Weiter sagte er: »Gelobt sei der Herr, der Gott Sems. Er mache Kanaan zu Sems Knecht. Gott gebe Japhet viel Land, damit er sich ausbreiten kann. Er lasse Japhet friedlich mit Sem zusammenwohnen, aber er mache Kanaan zu seinem Knecht.« Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre und starb im Alter von 950.